So, und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Ich bin immer gespannt, ob es irgendwann jetzt mal weitergeht. Und hier mal irgendwann was passiert. Alles okay? Nein, ja. Nur an genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. Gruselig. Moment mal. Wo war denn das jetzt? Ah, ich sehe schon. Wie komme ich denn da hin? Also die kann da nicht runter. Okay. Ich würde hier gerne mal Teile nötig. Okay, um dieses Ding da drüben zu kriegen, brauche ich anscheinend irgendwas. Es sieht aus wie so eine Art Kurbel oder so ein Rädchen mit einem Vierkant, was da hier nicht dran ist. Ich denke mal, dass du das dann irgendwie drehen musst, dass das Gerät dann darüber kommt. Hätte ich jetzt immer gesagt. Dicht. Was ist das? Irgendwas brauchen wir hier. Lass mich mal weiter gucken, vielleicht finde ich hier irgendwo noch was. Moment. Wir machen Folgendes. Jaime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Okay. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ton läuft. Jaime? Chris? Bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, das ist nicht wahr. Nun, vielleicht wäre es leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht
fair. Das hat niemand gesagt. Ich hab schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Und cut! Linda, das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Jaime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich lauf auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um einen schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Ja, und nur? Aber mal ganz ehrlich. Was? Dachtest du echt, ich merke nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Ich werd mal frische Luft schnappen. Du solltest vielleicht auch gehen. Du willst, dass ich gehe? Ich will dich gerade nicht hier haben. Streit im Paradies. Also, ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon. Ich finde, wir sollten das feiern, den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber... Wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon wären die Leute sicher begeistert. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen. Zur Maschinenhalle. Hey, Chris. Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen.
Mist. Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Konzentrier dich auf das seltsame... Alles klar. Okay, ich film weiter. Wow. Das ist ja mal was. Oh. Was auch immer das war. Es wird im Film richtig super aussehen. Habe ich jetzt zwar nicht ganz so... ich verstanden, was da jetzt Ob war. Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Bleibst du da jetzt stehen? Ich meine, wenn du dich raushalten willst, fein. Nein. Nein, ich komme. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und weiß nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war schon immer, seitdem ich denken kann. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Was meinst du? Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg, das Ganze. Okay, das musst du näher erklären. Also irgendwo muss hier eine Kiste sein, ich finde es aber nicht. Schuld klarzukommen, aber er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren. Unkonventionell. Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht so okkulten Kram. Hey, ich hätte nichts sagen sollen. Hast du aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen. Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Sicher. Wie also, du meinst, Mann. Ich seh's nicht. Ah, da oben! Okay. Die Frage des Tages. Wie komme ich da hoch? Vielleicht muss man da irgendwie einen Knopf drücken oder irgendwas, dass das Ding dann runterkommt oder so, keine Ahnung. Moment mal, Leute, das ist es. Das ist die Maschinenhalle. Heilige Scheiße. Tatsächlich. Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Ja, da wir es gefunden haben und gesehen, können wir los, oder? Auf keinen Fall, Mann. Wir müssen erst mal schauen, was es hier alles gibt. Die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Klar. Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch mal. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für drei. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone! Wenn nur Frank Stone wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt,
Dann wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Ich bezweifle, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt raufkommt. Wir finden einen Weg. Los! Ja. Irgendwie, ja. Es muss einen Weg da hochgeben. Ich will mir erstmal umgucken. Das sollte die Tür öffnen, oder? Nichts passiert. Gehen wir erst mal gucken, was hier überhaupt alles abgeht daneben. Ein Generator, natürlich, was denn sonst? Kaputt? Scheint so, ja. Lass mich mal sehen. Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur, wir drei. Also... bin ich einfach im Weg, ja? Okay, es ist so. Ich habe die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Ach, jetzt hör doch auf. Was geht, Party People? Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Läuft der Generator? Nein. Der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Zwei Teile zum Reparieren. Super. Könnte für den Generator passen. Eins von zwei.
Mal ohne Google, vielleicht leid da irgendwo was rum. Ich muss ein paar Teile finden. Ja, Mai, was meinst du, was ich hier gerade mach, du blöd Arsch? Zeigt mir ja nichts, oder Frigger? Könnte mit dem Generator helfen. Wolf? Hab ich nie geglückt, ne? Was? Moment mal. Okay, nochmal. Wenn der Zeiger über der Erfolgszone ist, bekommst du einen Bonusfortschritt. Ja, ja, in Ordnung. Ich hab doch gedrückt, verdammte Scheiße! Schön gemacht. Hallo? Wie früh soll man da noch drücken? Was ist denn für ein Scheiß? Musst du vorher schon drücken, das ist ja voll der Scheiß. Ich hab's gewusst. Ich hab's vor ein paar Folgen hab ich's glaube ich gesagt. Es fällt bloß, dass man einen Generator reparieren müsse. Ey! Du sollst doch aus rumlaufen, du Pfeife! Jetzt wo wir Strom haben, geht sicher auch die Tür auf. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Finde einen Weg ins Büro. Also hier liegt doch mit Sicherheit wieder irgendwas rum, wo man... Stopp! Verschlossen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. Hier ist schon mal definitiv dicht. Oh, Moment mal.
Warte mal ein bisschen weiter. Ich sehe gar nichts, verdammt. Ich fasse es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Okay, da geht's runter, so wie das aussieht. Okay, was haben wir denn hier? Ah, guck mal, guck mal. Verleck mich doch. Stopp, war da was? Na, hab schon gedacht. Wo passt du rein, kleiner Schlüssel? Schließe den Waggon mit dem Schlüssel auf. Ach nee, das ist ja die Kiste, ja. Passt schon. Passt schon. Was gefunden? Yep. Da ist ein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Jo. Dann hätte ich gesagt, Jungs, wir machen hier wieder einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Würde mich natürlich riechen. Upsala, jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung. Würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sag hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und tschö mit Ö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.